Heute haben wir etwas ganz besonders Farbenfrohes aus dem malerischen Glas Hütte da. Es sind zwei neue Modelle der Tutima M2 Seven Seas Reihe in Signal Orange und Signal Gelb. Es handelt sich dabei um Automatiktaucheruhren in sommertüchtigen und knalligen Farben. Gehäuse aus Titan, Kautschukband mit Kevlar-Auflage und eine Wasserdichtigkeit bis 500 Meter. Mehr darüber in diesem Video. Als wir die Tutima-Neuheiten vorgestellt bekommen haben, waren wir uns in der Redaktion ziemlich schnell einig. Die müssten wir uns mal genauer anschauen, anfassen und euch zeigen, wenn sie was taugen. Das tun sie und deswegen seht ihr jetzt dieses Video. Dazu sei gesagt, falls euch die Farben etwas zu neon sind, dass es dieses Modell auch noch in einem klassischeren Blau gibt, dementsprechend mit ebenfalls passenden Band. Tutima hat sich für ein Gehäuse aus Titan mit geschlossenem Gehäuseboden, einem integrierten Armband, dazu später mehr, und einem Automatikwerk, dem Tutima 330, also ein Werk auf Ether- oder Selita-Basis, entschieden. Das Werk ist sowieso nicht zu sehen, stattdessen gibt es das Relief eines Segelschiffs auf der Unterseite. Wir haben hier natürlich, wie sich das für eine Taucheruhr gehört, eine Drehlünette und diese ist ebenfalls aus Titan gefertigt und hat Rillen für mehr Grip. Drehbar ist sie nur einseitig, so soll das sein. Auf der 12 Uhr Position gibt es zur besseren Orientierung einen Punkt aus Leuchtmittel. Die Krone mit Tutima-Signatur ist verschraubbar und wenn man sie nicht offen lässt, sondern anständig verschraubt, darf der Diver natürlich auch ins Wasser. Genau dafür ist die M2-Reihe ja gemacht und dafür haben die Zifferblätter übrigens auch die knalligen Farben. Eine gute Ablesbarkeit ist an Land und im Wasser nämlich sehr gefragt und die ist dank Superluminova auch im Stockdunkeln gegeben. Wie ihr hier sehen könnt. Das Armband und die Faltschließe sind top verarbeitet. Trotzdem hatte ich mit letzterer meine ganz eigenen Probleme, die ich erstmal unter subjektiv verorten würde. Euch aber trotzdem nicht verschweigen möchte. Zwischen dem Bügel des Schließmechanismus und dem Band selbst ist im geschlossenen Zustand eine Lücke und die baut ziemlich auf. Im Endeffekt sind das so knapp 5 mm. Und das wäre eigentlich gar nicht mal so schlimm, aber das Ende des Bügels, woran das Scharnier befestigt ist, hat mich am Arm echt geärgert. Viele andere sagen aber das komplette Gegenteil und deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr an der Uhr interessiert seid, das Ganze einfach anzuprobieren. Unauffällig und kompakt ist das 44 mm Modell nämlich sowieso nicht. Soll es ja auch nicht sein. Ansonsten ist das Band auch für mich ein absolutes Highlight. Die Farbe des Zifferblatts setzt sich nämlich total gut darauf fort und die strukturierte Unterseite sorgt für etwas Belüftung. Das Textil auf der Oberseite nennt sich Kevlar und wird ansonsten wegen seiner extremen Robustheit für kugelsichere Westen verwendet. Und nachdem ich die Uhr aus dem Wasserbad von ihm gefischt hatte, war das Band auch innerhalb weniger Minuten schon wieder komplett trocken. Wenn auch ihr euch eine solche Uhr fischen wollt, werden 1670 Euro fällig. Mehr Uhrenneuheiten gibt es auf unserer Webseite unter armanduhren-online.de. Und hier auf YouTube würden wir uns natürlich über eure Kommentare und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.